Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Project on Stable 3. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt gerade mit diesem Akzent spreche und deswegen höre ich jetzt auch mal damit auf. Hallo. So. Ja, letzte Folge haben wir eigentlich alles? Ich glaube, ne? Also, wir brauchen ja jetzt diese Brew of Love. Das gibt uns 3. Okay, das müssen wir auch im Kettle machen. Also, Kakaobohne, Waterartischocke, Wolf of Magic, Lilibet, Golden Garret und Papier. So, das Ding. Das. Ich bring's mal gleich in eine Reihenfolge. Also ich glaube, wir fangen oben an. Also wir brauchen Purified Milk. Dann brauchen wir ein Wolf of Magic. Dann. Ach nee, Quark, ich bin falsch. Poppy, Golden Carriage. Wolf of Magic, Lilipatch. Water, die Schocke und Kakaobohne. Okay. Na dann. Gut gelingt. So. Und wir sehen Schleimpartikel. Schön. Wunderschön. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall die Brew of Love. Das Zeug haben wir auch. Ein Cookie dürfte man auch irgendwo noch rumgammeln haben. Im Notfall mal draußen ja die Automatisierung. Muss ich da noch mit einer Flasche Rechtsklick drauf machen? Ja. Okay. Gut, meine Vermutung war richtig. Mensch. Water Bucket. Go. Dankeschön. So. Okay. Also. Perfect Milk. Whiff of Magic. Cookie Icy Needle. Cookie. Icy Needle. Brew of Love und wir brauchen eine Waterartischocke. Oh, wir haben noch welche, okay. Hm. So. Add Blubbert wieder wie wild. Das heißt, wir haben das auf jeden Fall fertig. Okay. Kann ich da jetzt schon? Ja. Wunderbar. Okay, wir haben 3 Brew of Sleeping. Mir wurde jetzt in die Kommentare geschrieben, dass es viele Möglichkeiten gibt, das Ding auszutricksen. Und eine war, dass man ja den Tingler's Construct den Gürtel machen könnte und den behält. Sache ist die, ich glaube, wir behalten schon diesen Rucksack. Das heißt, ich werde einfach mal in diesen Rucksack irgendwas reinpacken. Und ich werde den Bottomless Pouch mal nutzen. Und zwar können wir hier in das Baubildsding den Bottomless Pouch packen. Ich weiß nicht, ob der mitkommt, aber ich denke. Ich hoffe. Keine Ahnung. Und machen wir es einfach mal so, dass wir hier die. Okay, der kann weg. P2P. DGWiz. Ne, das sollten wir aufbehalten. Verdammt, jetzt habe ich das hier. Entrapment. Okay, das kann ich mal. Da packen wir das einfach. Da. Packen wir einfach mal noch ein bisschen was hier rein. So. Siege of Entrapment. Den Globetrotter kann man erstmal da reinballern. Wir brauchen ja eh dann wahrscheinlich noch irgendwas, um ein bisschen zu kämpfen. Also, Boundblade. Boundblade. Der Dweira packe ich hier rein. Den normalen Schüssel packe ich mal ins ME-System. Und dann packe ich hier rein mal den Remote Orderer. Wie gesagt, ich glaube, wir behalten alles. Und hier packe ich mir noch die. Ach ne, hier haben wir noch Spitzhacken drin. Dann packe ich die mal da rein. Manulin Bow Arrows können wir wegpacken hier. Brauchen wir nicht mehr. Okay. Gut, dann kann da jetzt die Spitzhacke rein. Dann rüsten wir das mal hier aus. Ich glaube, die Rüstung kommt ja nicht mit. Ich werde auch mal den Relocator mitnehmen.
Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wenn es funktioniert, dann... Das ist cool. Also ich gucke jetzt mal, was mitkommt. Dann könnte man ja theoretisch sagen, okay, wir wachen nochmal auf und entscheiden danach, was wir machen. Aber ich nehme mal den Relocator. Mit etwas Glück können wir nämlich einfach in der Dimension. Beziehungsweise, was passiert eigentlich? Intralinien brauchen wir gar nicht. Okay. Leather. So. Wir bereiten uns einfach mal auf alles vor. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber man weiß ja nie. So. Oh Gott. So, okay. Unser Inventar bleibt dann jetzt hier. Was wir mitkriegen, sind die Icy Needle. Und vielleicht das Ding und das Ding. Wir werden es gleich sehen. Die Frucht sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Nicht, dass ich da drüben dann verhungere. Moment. Früchtchen. Okay, alles klar. Dann begeben wir uns zur Ruhe in eine andere Welt. Gute Nacht. Bin jetzt mal gespannt, was mitkommt. Also wir kriegen auf jeden Fall Fackeln durch unsere Automatisierung. Okay, wir haben das Ding dabei. Und wir haben das Ding dabei. Ja, ne? Dann nehme ich mal das Billigere von beiden. Was im Endeffekt? Da ist ein Abtraum. Da ist ein Abtraum. Fuck, 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 fuck. Ich will erst mein Zeug haben, dann kannst du gerne. So, okay. Hi, Albtraum. Schwert? Und dann wollte ich mal gucken. Uff, Kollege. Machst du mir Angst? So, warte mal. Kann ich hier... Was? Bug-using? Ich sehe kein Bug-using. Zur Sicherheit mache ich nochmal diesen da. Shift. Spirit. Jawohl. Was? Bug-using? Ich doch nicht. So, ich nehme nochmal hier was raus. So Manualin-Dinger. Pack die mal hier rein. Dann kann ich nämlich mal hier diesen da machen. Na, wo bist du? Zeig dich! Ah, da so. Oh, die haben viel Leben. Hui! Kommt der rein? Ich meine, wir haben ja viel extra Leben, aber trotzdem. Alter. Ich kann den immer nur ab und zu mal schlagen. Aber dann ist er geblockt. Ah, okay, also so kann man den auch entkommen wahrscheinlich. Oh Gott, sind das eklige Geräusche. Rüstung habe ich jetzt leider keine hier irgendwie. Das heißt, wir müssen jetzt mal nach diesem... Ich bin natürlich genau an der richtigen Stelle... Schlafen gegangen. Wir brauchen dieses komische Zeug, was nur in dieser Dimension wächst. Hi. Zum Glück haben wir ein halbwegs passables Schwert. Kann ich fliegen? Nein, weil ich den Angel Ring... Ah, verdammt, den hätte ich noch mit reinpacken sollen. Yep. Das hätte ich tun sollen. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Hum. Ciao. Tschüss! Wir sehen uns im Jenseits! Ich höre noch viel. Huch! Das ist eins. Okay. Ich will ja nur dieses komische Zeug haben. Stirb. Wo finde ich denn das? Finde ich das einfach so in der Landschaft oder? Huch! Hi! Albträume, ey.
So, warte mal. Problem ist, wir müssen gleich mal was essen. Arsch. Es kam gerade ein bisschen verspätet an. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich das finde. Hi! Geh weg! Geh weg! Ich sag, geh weg! Okay, wir brauchen unbedingt was zum Fliegen. So, verhungern dürfte man ja theoretisch auch nicht mal. Aus Gründen. Mensch. Muss mal ganz kurz hier. So, nicht aus Versehen auf die Icy Needle kommen. Ich pack die mal weg. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich das Zeug finde. Ich meine, hier gibt es ja dieses Dark-Zeug. Aber wo? Dieses Cotton-Ding. Ach, da ist es. Boah, da kommt ein Fledermaus. So. Ja. Wir kommen noch ganz gut voran, ne? Hi. Okay, wir dürfen trotzdem nicht reinlaufen. Oha. Verdammt. Nein. Okay, also das Ding macht uns trotzdem Schaden, wenn wir reinlaufen, aber wir können es im Endeffekt stunnen. Okay. Gut zu wissen. Der Himmel einfach nur. Okay, wie viel brauchen wir von dem Zeug? Hätte ich mich vorher informieren müssen, glaube ich, ne? Oh, warte, passt schon. Pff. Wir nehmen einfach noch ein bisschen mit. Hi! Das Vieh macht uns auch kaum Schaden, kann das sein? Ich sehe aber auch nicht mehr irgendwie von dem... von dem Zeug. So. Ich wollte mal gucken. Das Dorf hier, ne? Was ist denn jetzt mit den Villagern eigentlich? In dieser Welt. Ist das eine ganz normale Welt trotzdem? Also normalerweise ohne diese ganzen Dinge, nur mit rein Witchery, müsste man halt hier dann praktisch sich Tools machen und müsste dann praktisch neu anfangen, bis man praktisch oder halt Zeug sammeln einfach schnell. Eins von beiden. Entweder schnell Zeug sammeln und dann raus, oder wenn man bestimmte Dinge braucht, dann muss man halt sich Tools machen oder so. Hi! Na? Ihr seid ja doch... Sag mal. Tschüss. Das Futtern hier. So. Weiter geht die wilde Reise. Ich will noch mehr haben. Ich habe 4. Das ist doch viel zu wenig, oder? So. Drecksvieh. So. Jetzt wüsste, wo ich das denn finde. Gibt's da irgendwelche speziellen Spots? Nö. Ein bisschen haben wir ja gefunden. Aber ist viel zu viel anderes Zeug da. Ich glaube, ich übersehe schon die Hälfte. Sieht das aus? So. Hi. Huch. So. Das wird eine lange, ein langer Albtraum. Keine Ahnung. Warte mal, hier vorne ist doch eine große Freifläche. Hier wird doch sicher irgendwas sein. Ist natürlich toll, dass hier auch dann normale Mobs spawnen. Also, sobald wir dann in die Spirit Vault kommen, ohne Albtraum, dann ist es ja eh kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Mobs spawnen können. Oder ob die dann auch nur unterirdisch spawnen. Guck mal, Aum. Das? Nee. Irgendwie ist das sehr, sehr sporadisch aufgeteilt, dieses Zeug. Kann das sein? Oder stelle ich mich einfach nur zu blöd an? Ach, da war's. Wo ist es da? Da war eins. Toll.
So, jetzt kommt der Albtraum wieder. Hi. Da ist noch was. So. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 6. Okay. Die Frage ist halt, wenn ich die jetzt mitnehme, sind die dann in der hellen Spirit World wieder da oder muss ich dann neu suchen? Huch. Oh, das ist ein Creeper. Sonst suche ich gleich mal nach einem Spot, wo vielleicht was ist. Hier. Okay. Hier. Hier ist ein Haufen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach nochmal... Warte mal, hier habe ich mir gemerkt. Das ist wirklich ein Haufen. Nehme ich nochmal eine mit. So, und dann muss ich mich jetzt mal irgendwie darum kümmern, dass ich mal alles hier wegkriege. Habe ich Pfeile? Ich habe Pfeile. Nö. Kurz irgendwie einbuddeln hier. Nicht reinhüpfen. Nein! Das ist der größte Scheiß. Fuck. Nein, Weira. Okay. Wir haben kaum noch Leben. Fuck. Shit. Ich möchte jetzt aber noch nicht aufwachen. Scheiße, Spinne. Die haben halt Slowness und alles mögliche. Ich kann mein Inventar ja da reinpacken. Aber wir haben halt hinter uns so ein Vieh wieder. Und eine Spinne. Und er hat aufgehört zu rennen. Nein! Dann, okay. Und dann alles wegpacken. Geht nicht. Fuck, ich kann nicht shiften. Das Vieh ist auch wieder hinter mir. Hab ich Bogen? Nein, ich habe keinen Pfeil mehr. Nein, wir werden sterben. Wir sind so tot. Wir sind tot. Ja. Wen haben wir die Dinger mitgenommen? Scheiße. Okay. Diesmal müssen wir die Rüstung mitnehmen. Das wird sonst nichts. Ich war zu unvorsichtig am Ende. Weil ich in das scheiß Loch mit dem Ding gefallen bin. Verdammt. Und die Eisenil habe ich natürlich da reingepackt. Verarsch mich doch jetzt. Beziehungsweise wir machen gleich mal diesen da. Wie kommen wir jetzt an die Eisenil? Beziehungsweise. Mein Zeug ist ja hoffentlich noch da, ne? Müsste ja eigentlich mindestens ein Grabstein sein. Ah, was mache ich? Nein! Ich hätte das... Ah, verdammt. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder da reingeflogen. Da komm. Mann. Ich muss einfach zu dem nicht. Viel zu langsam. Spawn. Gruppe. Ding. Hör auf zu dingen. Niemand mag dich. Brauchen ja wenigstens eine Icy Needle. Sonst haben wir Probleme mit dem Aufwachen. Also mit dem kontrollierten Aufwachen. Da haben wir noch eine. Bitte, Icy Needle. Ja, okay. Gut, dann gehen wir nochmal zu Hause schlafen. Ah, diesmal hier oben. Damit wir auch relativ weit draußen aufwachen. So. Wir haben natürlich die ganzen Fernkampfdinger auch nicht mitgehabt. Aber dem nicht waren. So, also. Theoretisch war das ja direkt hier hinten. Das heißt, ich gehe direkt hier hinten. Okay. Icy Needle. Hier mal gleich den Angel Ring rein. Okay. Gute Nacht.
Ah, ich habe mein ganzes Zeug wieder. Ach, guck mal. Nee. Nur das Soulbound-Zeug. Okay. Ciao. Wo waren wir jetzt gestorben? Da. Natürlich hier gerade nichts dabei. Außer mein Weihra. Sag nicht, das ist alles weg. Wir sind doch hier gestorben, oder? Warum ist hier eigentlich ein Stein? Sag nicht, das Zeug ist weg. Ach nee, Moment, wir haben ja hier... Ach, ich bin doof, wir haben das Ding hier. Entschuldigung, mein Fehler. Okay. Ah, ich dachte jetzt schon. Wir haben es ja alles hier reingepackt. Das war doof, Entschuldigung. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Theoretisch noch der Angel Ring, den packe ich da aber da rein. Hier meine Rüstung noch. So. Das Ding da wieder rein. Dann Angel Ring weg. Ciao. Ja. Das war sehr erfolgreich. Weil ich alles Mögliche reingeschmissen habe. Vorher habe ich die Diamanten. Ach, die hatte ich hier vorher schon drin. Da waren auch unsere ganzen Icy Needle drin. So. Das brauchen wir auch nicht. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar andere Dinge gekriegt. B. Zum Beispiel Millifluss Hunger, okay. Keine Ahnung, Proof Love. Das heißt, wir machen uns jetzt mal, bevor wir nochmal pennen gehen, einen Dreamcatcher. Und ich mache gleich mal nochmal Folgendes, weil mich das gerade stört. So. Vollspeed. Okay. Also, Dreamcatcher. Wie machen wir den? Dreamcatcher. Huch, nee, nicht den Dreamcatcher. Dream. Ach, Weaver ist das, okay. Diamond Vapor brauchen wir dafür, okay. Und halt dieses Taunt. Okay, also wir brauchen Spinning Wheel. Spinning Wheel, ich weiß nicht, ob das Ding ein Altar braucht. Bucket. Ich meine, Level sind ja jetzt nicht so wild, was wir da verloren haben. Wir haben ja eh noch genug. Ah, sind halt mal gestorben. Ich hatte meine Rüstung nicht dabei und am Ende, ich weiß gar nicht. Ja, das Problem war, dass ich mit dem Vieh ins Loch gefallen bin und mich dann dauernd verklickt habe mit den Items, bevor ich rauskam. Und dann wurde ich noch vergiftet und dann war es vorbei. Egal, so. Flup. Ich weiß nicht, braucht das Ding Magie, um zu funktionieren? Ja, es braucht. Brauche es. Okay. Also. Alter. Ich hoffe, das Ding braucht jetzt nicht noch mehr von dem Zeug. Nein! Ne, warte, Hornworn haben wir. Wir brauchen. Oh, haben wir Birkenholz? Bitte sag mir gern. Verdammt. Okay, wir bestatten noch. Wir bestatten noch mal jemanden Besuch ab. Ding, ding, ding. Ja, ding, ding, ding. Ich hab's kapiert. So. Komme ich da irgendwie von hier ran? In sein Regal? Nein, ich bin zu kurz. Okay. Gehen wir nochmal hier rein. So. Ach, warte mal, er hat den Spinning Wheel. Können wir vielleicht das nutzen einfach? Ich meine, es wäre jetzt folgendes, dieses Breath of the Goddess würden wir halt machen, dann würden wir uns einen Altar machen. Ich weiß gar nicht, wo sein Altar hier ist. Wahrscheinlich da drunter irgendwie. Höchstwahrscheinlich. Dann würden wir uns einen Altar machen. Und dann praktisch je nachdem, wenn wir genügend. Wie heißt's? Genügend
natürliche Dinge, also Bäume, angebautes Zeug, also Pflanzen und so weiter, wenn wir das haben, dann, ja, dann generieren wir sozusagen Energie, so Witchery-Energie, und die kann dann für Spinning Whale benutzt werden. So. Das heißt, wir brauchen jetzt für Dream Weaver, wir brauchen 3x4, das heißt, wir haben zu wenig. Ist mir doch nicht ernsthaft erzählen, wir haben zu wenig. Okay. Ist okay, ist okay. Wir wollten ja eh mal was testen. So, dass das eh mitkommt, mache ich es jetzt einfach so. Erstmal, warum haben wir den Peter Peter East dabei? Das ist die erste Frage. So, jetzt die zweite Frage. Geht das? Also, jetzt habe ich meinen. Ich weiß halt nicht, was ich da jetzt mitnehme, wenn ich da durchgehe. Der. Das heißt, ich packe mal hier. Achso, das kriege ich ja dann nicht wieder mit. Crystal. Mensch, machen wir uns da mal eben was. So. Leather. Link Panel Page. Unlink Linking Book. Einmal linken. Okay. Spirit Vault. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert und ob wir gleich unsere Items verlieren. Deswegen muss ich da nochmal ein bisschen dann gucken. Und auch, ob das dann, was das für eine Welt ist. Bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. So, das packen wir erstmal da rein. Den lassen wir auch mal drin. Overworld möchte ich sehr gerne mitnehmen, so wie die Crystal. Beziehungsweise das packe ich mal in den Rucksack, da komme ich schneller ran. So. Genauso wie das Schwert. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Fliegen wäre noch ganz schön. Auch so. Okay. Let's let the surprise happen. Okay, wir nehmen alles mit. Bin im Unterschied, wir können es nicht bewegen. Okay, wir kommen in die Welt, aber wir können es nicht bewegen. Okay. Ich kann mich auch nicht teleportieren. Können wir Angel Block setzen? Wir haben es gut gemacht. Ich glaube, wir haben es gut gemacht. Ups. Also Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Oh, wir sind zu Hause. Ach, wir haben hier das. Okay. Okay. Satz mit X, das war wohl nix. Also brauchen wir theoretisch nochmal so eine Schlafpotion, weil wir haben zu wenig von diesem komischen. Wie heißt das Zeug? Disturbed. Wir haben nur 10. Okay. Machen wir es einfach mal so. Dass ich da meine Rüstung reinquetsche. Nein, falsch. Da rein. Huch, nein, falsch. Apfel brauchen wir noch. Vaira wäre nicht schlecht, falls wir wieder in so eine Situation geraten. Theoretisch haben wir auch das Kyoro noch. So, Sleeping brauche ich. Mehr nicht, ne? Gucken. Ne, mehr dürfte es nicht sein. Okay, dann machen wir es halt auf die altmodische Art und Weise.
So, wir können ja gerade nicht fliegen. Und ich habe die Dinger weggemacht. Und das Land hier unten. Verdammt. Okay. Also ich glaube, fliegen ist so ziemlich das Beste, was wir dort haben können dann. Also. Gehen wir nochmal schlafen. Hier auf diesem wunderschönen Baum. Auf ein neues. Natürlich ist... Achso, ich wollte gerade sagen. Hi. Hi, Stunfi. Ciao. Ich will trotzdem mal probieren. Ich baue das jetzt trotzdem mal auf und dann gucken wir mal, was passiert. So, also. Einmal hier so. Ups. Das wollte ich nicht. So, einmal hier so ein wunderschönes Portal, ja? Testen wir dann mal, was passiert. Ne? Genau. Das machen wir. So. Wir brauchen dieses komische Zeug. Es ist noch da, okay. Hi! Ich hab dich gehört. Wusstest du das? Wupp, 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 wupp. Hi. Du bist gestunt. Blödes Vieh. Du hast mir mein Zeug weggeschlagen. Du bist gemein. Was ist mein Zeug da? Ich sollte vielleicht einfach mal... Ich nehme mal den Schwächeren. Was von der Ferne erstmal ein bisschen abschießen hier noch. Wie viel habe ich jetzt? 4. Die reichen ja eigentlich schon, ne? Will trotzdem mal wissen, wo ich das nächste Mal schlafen gehen muss, um noch mehr von dem Zeug zu finden. Okay, aber die Folge ist eigentlich zu Ende. Das heißt, ich mache mir hier mal einen Waypoint. Waypoint. New. Okay. Huch. So. Okay. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt wohl oder übel wahrscheinlich jetzt aufwachen müssen. Aber bevor wir das machen, möchte ich natürlich äußerst gerne testen, was passiert, wenn ich durch das Portal gehe. Das heißt, ich stelle mich jetzt hier oben hin, packe meinen Angel Ring weg und ciao! Spannung. Wir werden zurückgeportet. Nee, nicht. Okay. Wir sind hier. Nice. Okay. Gut, ja. So wie es gehört, ne? Okay. Zur Sicherheit nochmal mit der Eisennadel gestochen, nicht, dass wir noch immer in dem Dingensmodus sind. Okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genügend davon. Das heißt, wir werden dann... nächste Folge mal dran setzen, dass wir die Dingens hier fertig kriegen. Die hier. Und dann gucken wir mal, ob wir einen schönen Traum haben. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Dann sagen wir das und Zeug noch ein. Da können wir anfangen mit den komischen Fetischen. Bis dann. Tschüss.